Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn ihr euch jetzt denkt, ist der verrückt, dann macht jetzt Minecraft-Videos. Normal macht er ganz auf Buben. Und Leute, ich denke mir, ich wechsle doch wieder zu Minecraft-Videos, weil das kommt bei euch sicher beliebter an. Ab und zu werde ich natürlich ein ganz auf Buben-Video und werde ich aber auch abends wieder posten. Wie ich heiße auf Facebook, also nicht auf Facebook und Twitter, auf Instagram und Twitter, wie ich heiße, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Lasst ein Like und das würde mich richtig, richtig freuen. Und Leute, ich habe vor diesem schon ein bisschen gespielt. Und da habe ich gesehen, dass da hinten Bus dumm ist. Da, seht ihr es? Das holen wir ganz schnell. Nur dürfen Gas nicht angeschossen werden. Natürlich kann man die Feuerbälle auf die Gas zurückschleudern, indem man auf sie klickt. Aber ich bin jetzt nicht hier, um Gas zu beschießen. Was ich natürlich auch gerne tun würde. Den Gas zurückzahlen, weil sie mich schon so oft getötet haben. Aber eigentlich bin ich jetzt in den Nether gegangen, um das Glowstone zu holen. Ja, 6 Glowstone. Das brauchen wir eigentlich nicht. Den Pilz brauchen wir auch nicht. Das Glowstone nehme ich mir mit in meine Base. Und überhaupt, Leute, wenn ich jetzt sterbe, ist das nicht so schlimm. Dann ist das Glowstone trotzdem in meinem Inventar. Denn ich habe Inventar behalten angeklickt. Weil ich habe unabsichtlich die Cheats aktiviert. Oh mein Gott, nicht reinfallen. Und ja. Ich werde auch natürlich so eine Art Fanshop, also mit Fan-T-Shirts und so machen. Und ich werde sie auch nicht allzu teuer verkaufen. Vielleicht für ein Stück 20 Euro vielleicht. Denn ich kenne YouTuber, die verkaufen ihre Stücke um 40 Euro. Und Leute, das ist für einen so unbeliebten, YouTuber. Na gut, immerhin mit 13 Abonnenten. Ich will jetzt damit nicht prallen, aber abonniert und schaut Abonnenten kriegen. Und überhaupt, Leute. Ja. Jetzt brauche ich noch Redstone. Und da werde ich eben so einen kleinen Fanshop aufmachen. Wird dann, nicht doof, wird dann vielleicht gar keine schlechte Idee werden. Welche Truhe ist noch leer? Da ist noch ein bisschen Platz. Das Ganze kann ich noch da dazu legen. Und diese Lampe, ich brauche Stern. Ja, jetzt brauche ich noch einen einzigen Stick. No. Ah, perfekt. Da lege ich noch ein bisschen was daher, damit die Kiste schön voll ist. Jetzt machen wir einen Hebel. Und machen wir mir. Und ich mache mir deine. Oh. Das Glas wollte ich jetzt nicht kaputt machen. Gift Glas. Leute, ich brauche ein Glas. Überhaupt, ich werde irgendwann schauen, dass ich nochmal ein Glas bekomme. Nicht traurig sein, Leute. Das werden wir schon schaffen.
Und falls ihr mich wirklich noch nicht abonniert habt, dann macht es, um auch eine goldene Mango zu werden und zur goldenen Mango Gang dazu zu gehören. Das würde mich dann richtig, richtig toll freuen. Und übrigens, da unten wohnt der liebe Lord Rubrub, mit dem ich auch manchmal Videos machen werde. Und daneben wohne ich. Bei ihm kann man übrigens auch gleich in die Mine gehen. Enchanting Table hat er auch. Und diese Truhe. Woher hat er den Dreizack? Lass ich ihn besser drin. 50 Fackeln. Hat er sich die Fackeln gecheatet? Sieht zumindest so aus. Aber, Leute. Egal, ich will jetzt nichts sagen. Und wenn ihr euch denkt, dass Redstone hat er sich gecheatet, Leute. Keineswegs. Und das hier, Redstone hier. Und das Redstone hier in dieser Reihe habe ich mir nicht gecheatet. Nicht. Überhaupt, Leute, ich habe meine Eisenrüstung auf Wasseraffinität. Also Eisenplusplatte, Schutz, Hose und auf Stiefel schusssicher. Stiefel müssen da bleiben. Und so. Und dann habe ich übrigens noch ein verzaubertes Diamantschwert. Das auf Schärfe 1 ist. Was ist jetzt Nacht oder Tag? Weiß jetzt nicht. Ich probier's aus. Okay, Tag. Wir stellen jetzt mal ein Gewitter. Und schauen, dass wir von einem Blitz getroffen werden. Das wäre nämlich richtig, richtig cool. Naja, zumindest im Spiel. Wurde ich das noch nie und ich weiß auch nicht, wie viel Damage das macht. Und Leute, wenn ihr wisst, wie viel Damage ein Blitz macht, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber ich schätze, ich werde nicht getroffen. Ich wechsle zu schönem Wetter. Licht, Uhrzeit, Wetter, klar. Und jetzt wird zur Klar gewechselt. Mein Gott, wie das aussieht. Aber Leute, jetzt gehen wir in den Nether. Und damit ich den Titel ab in den Nether nennen kann, sollte ich natürlich auch in den Nether sein. Weil wenn ich die ganze Zeit auf der normalen Welt bleibe, kann ich doch nicht ab in den Nether. Das wäre das gleiche, wenn ich ins End gehen würde, ich springe ins Wasser. Das wäre auch verrückt. Okay. Leute, sollen wir da runterspringen? Sollen wir das riskieren? Ja, das geht sich mit dem Leben vielleicht aus. Und du bist gestorben. Wir waren jetzt im Nether. So, ob ich im Nether noch was bauen soll. Eine kleine Festung. Na gut, es gibt zwar die Nether-Festungen, aber es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man manchmal sich so eine kleine Festung noch selbst dazu baut. Und jetzt gehe ich in die Höhle und hole mir noch ein bisschen Erz. Für Fackeln. Auch noch, obwohl die ganze Höhle eigentlich, oder ein Großteil der Höhle, schon ausgeleuchtet ist. Das Gute ist, Inventar behalten ist an. Wenn ich in der Höhle sterbe, dann würde ich sonst meine Diamantspitzhacke, die mit Effizienz 1 verzaubert ist, verlieren. Und das wäre leider, glaube ich, nicht so gut. Na gut, dahinter habe ich die Diamanten schon abgebaut. Insgesamt haben wir in der ganzen Höhle 10 Diamanten gefunden. In der kompletten großen Höhle. Die Höhle ist nämlich wirklich nicht klein. 10 Diamanten. Leute, schreibt und das. Also Leute, ich spiele wirklich schon lange auf dieser Welt. Und 10 Diamanten erst.
Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ein guter Diamantenfinder seid oder ein schlechter. Also mit guter Diamantenfinder meine ich jetzt nicht, der sich Diamanten auf kreativ holt und auf und platziert und dann sagt, ich habe Diamanten gefunden. Kenne ich natürlich auch einen Freund von mir, der das tut. Aber Leute, ich meine so, dass ihr jetzt in die Höhle geht und Diamanten findet, wie ich jetzt das Eisen gefunden habe. Das müsste hier unten liegen. Ich hab jetzt nur eins. Die anderen zwei sind da oben gelegen. Bruch und den Bruchstein brauche ich jetzt nicht. Ja. Also Leute, ich benachrichtige euch, wenn ich Diamanten gefunden habe. Und Leute, ich würde dann sagen, das war's mit diesem Video. Habt noch einen schönen Tag. Na gut, es ist 20.48 Uhr. Habt noch eine schöne Nacht und bis zum nächsten Video am nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss.